und aus der ganzen Welt herzlich willkommen hier in München auf der Bratwurst. Meine Damen und Herren, in diesem Jahr feiern wir insgesamt 15 Filme, die mit FFF-Förderung entstanden sind und auf dem Filmfest Premiere haben. Das ist ein schöner Wert. Freuen wir uns sehr, dass Sie es geschafft haben, weil die Auswahl ja noch auf diesem belehrten Festival zu laufen ist streng und nicht einfach hier auf einem Platzprogramm zu bekommen. Nicht feiern wie heute auf der Warteinsel, arbeiten wir natürlich fleißig in der Förderung. Wir haben in diesem Jahr, das ja jetzt schon halb rum ist, haben wir schon viele Fördermittel vergeben können. In den ersten beiden Vergabeausschusssitzungen des FFF waren es über 13 Millionen. Hinzu kommen noch mal 2 Millionen Euro für internationale Koproduktionen und VFX und 500.000 Euro für die Nachwuchsförderung. Außerdem konnten wir Erfolgsdarlehen, ein gutes Förderinstrument in Höhe von 1,6 Millionen Euro freigeben. Sie sehen also, wir haben schon viele Projekte wieder angeschoben für das nächste Filmfest, Diana, da kannst du dir dann zeigen, wenn wir bis dahin fertig sind. Und wir sind schon wieder vor der nächsten Sitzung. Nächste Woche ist unsere dritte Sitzung im Jahr. Wir haben 69 Anträge. Manche, die heute hier sind, sind auch dabei. Und mit einer Antragssumme von 11 Millionen Euro, auch das wieder eine Herausforderung. Liebe Kollegen, liebe Filmschaffende und liebe Filmbegeisterte, es erhob sich schon kurz Widerspruch mit der Ansage, meine Ministerin, ich wäre doch für alle die Ministerin. Ich hoffe, das ist auch so. Ich fühle mich auf alle Fälle so und begrüße Sie alle ganz herzlich heute hier auf der Praterinsel mit einem schönen Wetter. Ich glaube, da können wir alle glücklich sein. Heute früh hat es ein bisschen anders ausgeschaut, aber für einen Empfang hier ist es, glaube ich, das perfekte Ambiente heute hier auf der Praterinsel. Ich weiß auch gar nicht, ob Sie wissen, dass das sogar auch, ja, filmhistorisch ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber dass filmisch hier auch schon es einen Nachweis gibt, und zwar bei der Polizeiinspektion 1, wer sich daran noch erinnern kann. Ich kann es zumindest noch an der Polizeiinspektion 1, da hat es damals eine Szene gegeben mit Max Sedlmayr, mit Walter Sedlmayr und Max Grieser sozusagen, die mit einem Gast an der wunderschönen Isar zum Angel gegangen sind, um den sagenumwobenen Huchen hier auch fangen zu können. Weiß nicht, ob jeder weiß, was ein Huche ist, aber ein ziemlich großer Fisch auf alle Fälle. Und es ist so, dass sie dann die Blicke schweifen ließen über die Isarauen und dann gesagt haben, alles ist hier Güteklasse 1, wie es natürlich in München so ist. Und dann haben sie auch den Blick auf das Parlament, auf das Maximilianeum auch genommen, liebe Kollegen, lieber Markus und lieber Ottmar. Und der Gast hat ja wirklich so Güteklasse 1, Fragezeichen, und die Aussage war dann, na, dies natürlich nicht. Also liebe Kollegen, ich glaube, wir haben einiges verändert auch in der Zeit. Ich hoffe zum Positiven, was wir auf alle Fälle verändern konnten, ist vieles in der Filmförderung voranzubringen. Und lieber Herr Schäfer, Sie haben es schon ein bisschen angesprochen, wir haben uns gar nicht schon ordentlich angestrengt, hier einiges draufzulegen, und deswegen freue ich mich wirklich, dass wir für das letzte Jahr schon einiges auf den Weg gebracht haben, die sage und gebotene Summe von 37 Millionen Euro in der Förderung von Film und Games. Ich glaube, das kann sich schon sehen lassen. Das habe ich natürlich nicht allein gemacht. Wie gesagt, das Parlament hat mich freundlicherweise da massiv unterstützt. Das will ich ausdrücklich sagen. Die geben nämlich das Geld her. Eigentlich ist ja ihr Geld, weil Steuergelder sind. Also wir versuchen, die nur bestmöglich einzusetzen. Aber hier sind sie sehr gut eingesetzt. Und wir haben auch hier einiges erhöhen können. Auch speziell, Herr Schäfer hat es schon angedeutet, gerade die internationalen Produktionen haben wir draufgelegt, aber wir werden auch 2018 nochmal drauflegen. Auch das ist ein wichtiger Punkt, und ich will auch sagen, gerade bei den Games, die 2 Millionen, die wir hier einsetzen, das ist übrigens eine Vervierfachung innerhalb kürzester Zeit, wo wir aber auch gut investiertes Geld haben für geeignete Projekte, und da sind genügend da. Das alles, mein lieber Herr Schäfer, ist natürlich nur möglich, weil Sie mit Ihrem Team einen super Job hier machen beim FFF. Sie sind hier der Garant auch für beste Rahmenbedingungen, und das wissen wir sehr zu schätzen. Deshalb
herzlichen Dank auch für Ihr Einsatz, für Ihr Engagement, für Sie und Ihr ganzes Team. Herzlichen Dank. Das ganze Engagement ist hervorragend, aber es gibt natürlich immer noch etwas, um Rahmenbedingungen zu reden. Das will ich hier auch sagen. Nur ganz kurz zwei Punkte, meine Damen und Herren. Es wird viel diskutiert über die Veränderung der Rahmenrichtlinie des FFA. Das Ziel ist hier wirklich, höhere Qualität auch voranzubringen. Das heißt aber vielleicht auch weniger Projekte. Ich weiß, es gibt Diskussionen, aber ich glaube, dass wir erstmal auch die überprüfen sollen, ob die Zielrichtung auch mit dem, was wir dann wollen, übereinstimmen, bevor wir zuvor urteilen. Ich meine, dass wir hier auch noch ein bisschen Zeit brauchen in diesem Bereich. Grundsätzlich meine ich schon, dass wir auch starke Stoffe brauchen, um auch das zeigen zu können, um die Sichtbarkeit zu erhöhen. Und das ist angesichts der internationalen Konkurrenz, das brauche ich Ihnen, glaube ich, auch durchaus sinnvoll. Das zweite, meine Damen und Herren, Finanzierung und Vermarktung sind der Boden des filmwirtschaftlichen Erfolgs. Und wenn jetzt Brüssel in irgendeiner Weise und auch ohne Not die Vermarktung im Ausland einschränken will, dann ist das mit Sicherheit nicht in der richtigen Richtung und das darf auch nicht unwidersprochen bleiben, meine Damen und Herren. Ich setze mich dagegen ein in Ihrem Interesse. Ja, und wir sind ja mittendrin, liebe Frau Egin, in dem wunderbaren Filmfest. Bei der Eröffnung durfte ich ja dabei sein, ein guter Start, aber es ist auch insgesamt, glaube ich, das Ambiente wunderbar, die Filme wunderbar, die Zwischenbilanz kann sich mehr sehen lassen. Es ist wirklich eine wunderbare Bühne mit viel Herz, weiß ich, dass Sie und Ihr Team vieles arrangieren und ermöglichen überhaupt, das wissen wir sehr zu danken. Das leuchtet auch ganz besonders und es leuchtet für mich und für den Filmstandort Bayern. Vielen herzlichen Dank dafür. Ja, es gäbe noch sehr, sehr viel, viel Politisches anzumerken, aber das ist heute, glaube ich, nicht ganz der Rahmen dazu. Wir werden da bestimmt immer wieder die Gelegenheit dazu haben. Ich will aber noch eines kurz ansprechen, weil ich schon die Games-Förderung auch angesprochen habe, meine Damen und Herren. Wir haben dieses Jahr 10 Releases von geförderten Games aus bayerischen Studios, so viel wie noch nie. Und viele Studios sind, das ist besonders erfreulich, nun auch sogar in der Lage, ohne Förderung erfolgreich zu sein. Das ist nicht selbstverständlich, dafür will ich auch ganz herzlich gratulieren. Auch das ist ein wichtiges Segment neben den vielen, vielen schönen, guten Filmen, sehr erfolgreichen Filmen, die uns übrigens ermöglicht haben, auch unter anderem, dass wir die Summe von 37 Millionen mit Rücklauf, wenn ich jetzt nochmal mir im Auge blicken, Faktor Goethe ansprechen darf, dass vieles auch wieder zurückkommt, dass wir vieles so hart fördern können, noch zusätzlich. Es geht aber auch immer um Nachwuchs, meine Damen und Herren, das ist mir auch wichtig. Und deshalb haben wir ja im nächsten Jahr viel zu feiern im Freistaat Bayern. Auch an diejenigen, die vielleicht nicht im Freistaat Bayern beheimatet sind. Wir sind sehr stolz darauf, dass wir nächstes Jahr 100 Jahre Freistaat Bayern feiern dürfen und 200 Jahre Verfassungsstaat. Das ist schon sehr viel. Aber umso schöner ist es, dass wir das Ganze auch filmisch begleiten wollen, um hier Zukunftsvisionen zu entwickeln für unseren Freistaat. Und das wollten wir mit Nachwuchskräften machen in einem Wettbewerb, den wir ausgeschrieben haben. Und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die jetzt gleich hier auf der Bühne ich willkommen darf, sind hier vorbildlich gewesen. Ganz unterschiedlich haben sie hier Konzepte aufgelegt und ich freue mich wirklich über sehr viel Kreativität, für sehr viel Mut und auch Tatkraft. Und das können wir am besten dadurch honorieren, indem wir denen, die heute ausgewählt werden, auch eine kleine Anerkennung in Form eines Schecks überreichen dürfen. Das ist, glaube ich, immer das Beste, was man tun kann. Meine Damen und Herren, Förderung lohnt sich und Förderung lohnt sich für alle. Das kann ich wirklich auch sagen und ich kann die Kollegen mit einschließen, dass das unser Politikziel ist. Es lohnt sich für die Produzenten, für die Schauspieler, für die Studios, für die Filmtechniker, für die Autoren und nicht zuletzt auch für die Drehorte, die das Bild Bayerns in die ganze Welt ausstrahlen lassen. Ich freue mich, bin sehr stolz darauf, dass ich für die Medien, für das Film, für alles, was damit zu tun hat, vor und hinter der Kamera zuständig sein darf und ich mit Ihnen gemeinsam mich heute freuen darf, für so viele Menschen, die zu uns gekommen sind und den Filmstandort Bayern hochleben lassen. Herzlich willkommen und ein schönes Fest wünsche ich Ihnen.